Der Day-One-Raid von Crotas Ende ist nun vorbei und ich kann euch verkünden, wir haben sehr, sehr gut performt, meiner Meinung nach, denn wir haben Platz 847 ungefähr gemacht und uns die Waffe, über die wir heute sprechen, geholt. Heute sprechen wir einmal über Necrochasm und wie ihr sie bekommt, wie man den Katalysator vor allem bekommt, was die Waffe kann, vor allem da sie jetzt aus Destiny 1 in Destiny 2 rübergeholt wurde und was es für coole Interaktionen gibt mit der Waffe, von denen ihr vielleicht auch noch nicht wisst. Aber erstmal vielen, vielen Dank an alle, die im Stream dabei waren, beim Day One, bei mir, bei Miftaka, bei Ellie. Es war sehr, sehr, sehr nice. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, sehr, sehr gerne bei Twitch vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung natürlich. Lasst gerne liebe Grüße da im Stream. Und ansonsten starten wir direkt rein. Ja, der Day One Raid ist vorbei und Necrochasm ist zurück. Generell als allererstes Mal, wie bekommt ihr diese Waffe und warum ist das eventuell besonderer als bei anderen Raid Exotics? Es ist so bei der Necrochasm, dass ihr bei der Necrochasm nicht direkt die Waffe bekommt. Sie ist nicht direkt ein Random Drop beim Endboss, wie zum Beispiel die Touch of Malice beim Kingsfall. Denn diese Waffe war in Destiny 2 erhältlich durch eine versteckte Questline mit einer weißen Variante dieser Waffe, die dann zu einer legendären Variante aufgewertet wurde und die dann damals durch eine Essenz, die man bei Crota random gedroppt bekommen konnte, zur Necrochasm gemacht werden konnte. Jetzt ist es so, dass ihr, nachdem ihr den Day One gespielt habt, wichtig, eine Questline bekommt, an dem ihr quasi genau das macht. Folgt der Questline, wenn ihr diese Questline erledigt habt, kriegt ihr am Ende dann auch die Necrochasm. Für die Leute, die den Day One erledigt haben, war es der Fall, dass man einfach die Necrochasm direkt bekommt und auch die legendäre und die weiße Variante, da die Quest in dem Fall einfach autocompleted wurde. Aber erstmal, was macht die Waffe? Was macht sie so besonders und was ist überhaupt anders an ihr im Vergleich zu Destiny 1? Als allererstes erstmal, diese Waffe ist ein 720er Automatikgewehr im Kinetic-Slot. Und ja, viele, die die Waffe aus Destiny 1 kennen, werden jetzt schon die Ohren aufmachen und sagen, 720, das war nicht zwingend der Fall in Destiny 1. Da war das eine 900er Waffe. Nun ist es so, dass wir 900er Auto-Rifles in Destiny 2 nicht haben und dadurch diese Waffe natürlich etwas runtergestuft werden musste. Ich sage aber bewusst, wartet ab, wenn wir gleich über die Perks sprechen, denn diesen Faktor des deutlich schneller schießenden Automatikgewehrs haben sie an anderer Stelle wieder reingeholt. Aber erstmal zum hauptintrinsischen Perk, nämlich Fluchbringer. Präzisionstodesstöße mit dieser Waffe triggern eine verfluchter leibeigener Explosion. Todesstöße mit verfluchter leibeigener füllen das Magazin wieder auf. Als allererstes mal, das ist, um es sozusagen wie es ist, eine deutlich, deutlich stärkere Variante von Glühwürmchen oder von Libelle etc. pp., je nachdem, was ihr euch davon aussucht. Diese Explosion ist erstens deutlich größer, zweitens macht sie deutlich mehr Damage und hat auch noch eine Synergie, zu der wir später kommen werden. Das in Kombination aber mit dem Waffenperk, der brandneu für diese Waffe ist, namens Verzweiflung, sorgt aber dafür, dass die Waffe sich erstmal deutlich besser anfühlt. Denn Verzweiflung ist der Perk, der dafür sorgt, dass ihr wieder auf diese 900er Rate of Fire kommt aus Destiny 1, die es in Destiny 2 bisher nicht gab. Verzweiflung könnt ihr euch so vorstellen wie Desperado für Automatikgewehre. Für die Leute, die Desperado sehr gerne im PvP spielen. Das Nachladen nach einem Präzisionstodesstoß oder einem Todesstoß mit einer verfluchter leibeigener Explosion erhöhen deine Feuerrate und verbessern die Stabilität und Zielhilfe. Hier ist vieles drin. Erstens, ihr könnt einfach Headshot-Kills machen und dann nachladen, genauso wie bei Desperado, um die höhere Feuerrate zu bekommen und mehr Stabilität und Aim-Assist. Der Aim-Assist-Faktor spielt für PvP eine sehr große Rolle, habe ich gemerkt. Zweitens, die leibeigene Explosionen, die ihr macht, zählen auch dazu. Bedeutet, wenn ihr damit AOE-Ads cleart, könnt ihr damit direkt den Effekt auslösen. Euer Magazin wird nachgeladen und ihr schießt deutlich, deutlich schneller. Bedeutet, diese Waffe in sich synergiert schon verdammt, verdammt gut. Bevor wir jetzt zu dem Katalysator allerdings kommen, gibt es noch eine Sache zu sagen bezüglich diesen Perks und die Kombination von den Perks. Denn diese verfluchte leibeigene Explosion von dem Fluchbringer-Perk hat etwas, was nicht im Perk beschrieben ist. Wenn ihr hier ins Gameplay schaut, werdet ihr sehen, dass diese Waffe nicht nur eine Explosion macht, sondern einen, sage ich mal, nekrotischen Griff oder dornähnlichen Dot-Effekt hat, der dafür sorgt, dass diese Waffe dann noch, wenn die Gegner sterben, noch mehr Explosionen auslöst. Bedeutet, es ist straight up wie eine Osteostriga, die den Gift-Effekt verteilt. Wenn der Gegner stirbt und ihr Necrotic Grips ausgerüstet habt, wird der Effekt gespreadet. Bedeutet, ihr könnt damit natürlich auch
von sich aus, wenn ihr Lower-Level-Content spielt, nochmal mehr Ad-Clear hervorrufen, wenn ihr natürlich viele Gegner dabei habt, die nach ein, zwei Hits schon tot sind und dann einfach runterticken. Das sei noch gesagt zu dem Perk, falls ihr euch manchmal wundert, warum deutlich mehr explodiert, als eigentlich der Fall sein dürfte. Aber kommen wir nun einmal, bevor wir zu den Synergien kommen, zu dem Katalysator. Und da es natürlich eine Raid-Waffe ist, fragen sich hier viele, wie bekommt ihr den Katalysator? Was macht der Katalysator? Als allererstes, der Katalysator ist natürlich erhältlich im Rotas Ender Raid. Und ich kann euch zum Glück sagen, es ist nichts, was ultra schwer ist. Denn ihr müsst einfach nur ab dem Brücken-Encounter, wichtig, nachdem ihr den Brücken-Encounter geschafft habt und in dem Hallway seid, wo ihr die Kreischer töten müsst hinterher, da geht es los. Ihr werdet es hier sehen, ihr habt draußen eine Platte und das ist sehr ähnlich wie bei der Touch of Malice. Ihr müsst einfach auf die Platte drauf gehen, die Waffe ausgerüstet haben und dann fangen an, Ritter zu spawnen, die ihr nur mit einem Schwertrelikt töten könnt. Tötet zuerst die Ritter, die bei euch auf der Seite sind, lauft auf die andere Seite der Brücke, tötet alle, die da sind, nehmt das Portal zurück und tötet noch einmal die übrigen Ritter, die dann neu gespawnt sind. Wenn ihr das erledigt habt, habt ihr Schritt 1 erledigt. Sobald ihr dann den Hallway abgeschlossen habt und den ersten Boss in Form von der Hexe Irjit getötet habt, kommt der zweite und letzte Teil für den Katalysator. Denn ihr habt im Bossraum ebenfalls wieder so eine Platte, die ihr aktivieren müsst und wer hätte es gedacht, ihr müsst dann wieder einige Ritter töten und das in sehr schneller und kurzer Zeit. Ich kann euch beruhigen, im Modus ohne den Contest Modifier ist das sehr, sehr einfach. Im Contest Modifier war es schon sehr knackig, wo wir das gemacht haben, aber ich kann sagen, das ist machbar. Am besten teilt ihr euch in drei Zweierteams auf, bedeutet jeder hat ein Schwert und eine andere Person noch dabei. Durch natürlich die andere Person am besten die Ritter blenden kann mit Blendgranaten oder sonst irgendwas. Da natürlich die Ritter sich nicht immer direkt staggern lassen. Bedeutet, geht einfach in drei Zweierteams, rennt einmal durch den gesamten Raum, tötet die Ritter und dann habt ihr auch den Katalysator für die Waffe. Was macht aber der Katalysator? Es ist sehr, sehr simpel, aber für die Waffe natürlich sehr sinnvoll, denn der Katalysator, sobald ihr ihn erledigt habt, gibt euch Outlaw bzw. Gesetzloser, was einfach dafür sorgt, dass wenn ihr Headshot-Kills macht, ihr euer Magazin schneller nachladet. Was natürlich sehr nice ist, weil ihr mit der Waffe ohnehin schon die gesamte Zeit Headshot-Kills machen wollt. Bedeutet, das synergiert natürlich sehr, sehr gut. Eine kleine Randinfo heißt es natürlich noch anzusprechen. Wie ihr seht, sind es in dem Fall nicht Kills, sondern ihr müsst Essenzen der Überseele sammeln. Das sind die Essenzen, die ihr eben Crota Raid selber bekommt. Aber, so viel erstmal zur Waffe. Jetzt kommen wir einmal für den PvE-Teil darauf zu sprechen, was für Synergien diese Waffe hat, beziehungsweise welche Synergie sehr schnell ins Auge fällt. Natürlich kann diese Waffe mit den verschiedensten Kinetic-Exotics synergieren, was zum Beispiel beim Warlock der Fall ist, mit dem Brustpanzer, dem chromatischen Feuer, wodurch ihr natürlich zu eurer leibeigenen Explosion noch eine Elementarexplosion von eurem Fokuselement hinzufügen könnt. Das wäre aber natürlich langweilig, das ist natürlich eine Weapon of Sorrow in dem Fall für die Leute, die sich lore-mäßig auskennen. Bedeutet natürlich, wir haben einen exotischen Gegenstand, der mit Weapons of Sorrow synergiert. Und wer hätte es gedacht, ich habe es kurz schon angeschnitten, durch den leibeigenen Explosionseffekt, der einen Dot-Effekt hat, die nekrotischen Griffe synergieren mit der Necrochasm. Und es ist so, wie ihr es euch vorstellt, dieser Dot-Effekt von der Necrochasm verteilt einfach gleichzeitig das Gift. Bedeutet, ihr habt in der Necrochasm nochmal eine kleine Variante der Osteos Trigger drin. Wenn ihr Kills macht, wichtig, wenn ihr Kills macht, habt ihr den Effekt von der Osteo durch die nekrotischen Griffe. Bei der Osteos Trigger könnt ihr einfach auf Gegner schießen und diese dann vergiften und auch direkt AOE-mäßig vergiften. Das könnt ihr mit der Necrochasm nur, wenn ihr einen Gegner in der Nähe tötet. Heißt aber nicht, dass diese Waffe dadurch irgendwie schlechter oder besser ist, denn beide Waffen haben ihre Existenzberechtigung, aber die nekrotischen Griffe erhöhen das Ad-Clear-Potenzial der Necrochasm, was schon fernab von gut und böse ist, in noch höhere Level und in den meisten Arten von Content kann man das nicht mal richtig benutzen, weil einfach vorher alles schon tot ist, muss man fairerweise einfach sagen. Aber es ist so, wie es ist. Ihr werdet es hier im Gameplay sehen. Dementsprechend habe ich einen kleinen Bild mit den Necrotics gebaut. Es ist sehr, sehr easy. Es ist eigentlich genau 1:1 der Bild, den ich auch mit der Osteos Trigger spielen würde. Dementsprechend hier einmal kleiner Überblick über das Aspekt bzw. den Fokus vom Warlock, den ich ausgerüstet habe. Dann haben wir natürlich unser Exotic, das haben wir natürlich schon angesprochen, unsere Waffe genauso. Und hier natürlich einmal noch ein kleiner Überblick für die Mods, die wir am Start haben. Sehr, sehr simpel, aber lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ihr dazu natürlich noch ein dediziertes Video haben wollt. Ich wollte ohnehin zu dem Osteos Trigger Bild ein Update-Video machen durch das neue Strang-Aspekt, aber ich dachte, ich lasse euch hier einmal kurz einen Einblick haben in den Bild, den ich auch im Gameplay gespielt habe.
habe. Dementsprechend wird höchstwahrscheinlich, vor allem wenn ihr natürlich auch Bock drauf habt, ein Bildvideo dazu noch kommen. Ansonsten kann ich natürlich sagen, die Waffe ist extrem stark. Meiner Meinung nach für PvE mit einer der besten Ad-Clear-Waffen, die ihr haben könnt. Zusammen mit Graviton Lance, Sunshot etc. pp. Diese Waffe Ad-Cleared, was das Zeug hält. Nicht zu guter Letzt dadurch, dass sie natürlich auch noch ihr Magazin nachlädt, einen insanen Explosionsschaden hat durch die leibeigenen Explosionen und natürlich auch das Kombopotenzial mit anderen Dingen. Für PvP übrigens, für die Leute, die über PvP sich Gedanken machen, die werden schon bei einigen anderen Leuten, die sich mit PvP befassen, viel dazu gesehen haben. Aber selbst da spielt sich die Waffe extrem gut. Allerspätestens, wenn ihr einen Headshot-Kill gemacht habt, dann rasiert Necrochasm durch jede PvP-Lobby durch. Einfach wegen der extrem hohen Rate of Fire, wegen der extrem hohen Stabilität und vor allem dem Aim Assist Bonus. Wenn ihr mit dieser Waffe verfehlt, ist es straight up euer Fehler, nicht der Waffe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Checkt das sehr, sehr gerne aus. Probiert die Waffe aus. Wenn ihr sie natürlich nicht habt, schaut im Stream vorbei. Wir werden einige Raid Runs davon machen natürlich. Sehr, sehr gerne im Stream vorbeischauen. twitch.tv/max12. Und ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video gerne ein Like, lasst dem Video gerne einen Kommentar da. Abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht getan habt. Was haltet ihr von Necrochasm? Lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, hören und oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.